verloren habe. Ja, leider. Genau, Thema heute, Divine Healing Coaching zum Thema Geld und Fülle. Jetzt warte ich noch einen Moment. Vielleicht könnt ihr mal kurz reinschreiben, wie ihr da seid für dieses Coaching. Was jetzt gerade so in Bezug auf Fülle oder und/oder Geld gerade so euer Hauptthema ist. Ist es ja, das Geld verdienen, das heißt die Sache mit dem Business? Oder ist es generell einfach Fülle, das Thema? Oder ist es überhaupt das Thema Geld? Geld kann übrigens auch in Partnerschaften ein heftiges Thema sein. Egal, ob jetzt viel Geld da ist oder ob wenig Geld da ist, oftmals ist eben dieses Problem in der Partnerschaft auch da, weil man einfach, ja, sag ich mal, die falschen Ansichten von Geld und über Geld hat und vor allem nicht dieselben. Ja, das ist ja wichtig. Die Vorstellung, die Idee von Geld, von Fülle, wenn man in der Partnerschaft ist, dass man da dieselben Vorstellungen hat. Ja, schreiben wir noch mal kurz rein. Auch was mich noch interessieren würde, ist, was habt ihr denn für ein Background, die jetzt da sind? Wir hatten ja am Anfang hier hauptsächlich das Thema Dr. Joe Dispenza und ob ihr damit, ja, ob ihr damit arbeitet, ob das euer Mindset ist, was ist euer Lebensmindset, ja? Die Gruppe heißt ja, finde heraus, wer du wirklich bist. Ja, hast du schon herausgefunden, wer du wirklich bist? Hast du da schon eine klare Vorstellung? Viele haben mir ja mal auf meinen Post vor ein paar Tagen geantwortet, wo ich geschrieben habe, eben, was heißt das, ich bin? Ja, ich bin, das ist ja eins der größten Aussagen, aber auch der wahrsten Aussagen, weil ich bin, das heißt, ich bin eigentlich alles. Ich bin göttlich. Und da kommen wir gleich zum Thema, was heißt denn göttlich zu sein? Und das ist für mich eins der grundlegendsten Verständnisse, die wir brauchen. Ja, wir wissen zwar, ich bin, das heißt, ich bin alles, ich bin göttlich, ich kann alles sein, aber was heißt es denn wirklich? Was heißt es wirklich, wenn ich göttlich bin? Ja, und was heißt überhaupt Göttlichkeit? Das ist so eine grundlegende Geschichte. Und vor allem die jetzt mit dem Hi Myriwet, jetzt sehe ich da mal ein paar Kommentare, super schön, danke. Hallo, ich bin extra gekommen. Ja, danke, Kerstin. Melanie, hallo. Ah, siehst du jetzt hier sehe ich's. Schön, dass ihr alle da seid. Freue mich riesig. Ah, es ist echt wirklich ein wichtiges Thema, diese Geschichte mit Fülle, mit Geld und mit Göttlichkeit, weil es ist im Prinzip ist es alles dasselbe. Und wenn wir eins von diesen Sachen für uns klar kriegen, dann haben wir automatisch auch alle anderen Sachen klar. Also ich gehe noch mal zurück. Diese Göttlichkeit, diese göttliche Wahrheit ist so, so wichtig, dass wir die für uns und für unser Sein anerkennen können. Und ich erkläre es mal so. Einerseits sind wir ja hier als Menschen in Haut und Knochen und mit unserem menschlichen Verstand, wo wir alles beigebracht gekriegt haben im Laufe unserer Entwicklung von Kindesbeinen an. Und ganz klar haben wir natürlich die Vorstellungen unseres Umfelds kopiert und übernommen, die Vorstellungen aus der Schule kopiert und übernommen. Und so gibt es einen logischen Faden bis zu der Persönlichkeit oder der Person, die wir jetzt gerade sind, auf dieser einen Seite hier als Mensch in einem menschlichen Körper. So, und auf der anderen Seite ist unsere ganz, ganz wirkliche Wahrheit, diese Wahrheit über das, was es bedeutet, dass wir überhaupt hier sind, warum wir hier sind, ja?
nicht irgendwie Biene und Blume, sondern wir sind hier auf die Welt gekommen als göttliche Wesen, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Und das haben viele auch schon wahrscheinlich gehört, aber was bedeutet es wirklich, menschliche Erfahrung zu machen? Und was bedeutet es, ich bin ein göttliches Wesen? Und es ist so wichtig, sich darüber ganz, ganz klar zu sein. Was heißt es für mich, ich bin ein göttliches Wesen? Also ich bin quasi zwei Wesen, ja? Ich habe zwei Perspektiven. Ich habe hier einmal, ich als Wesen werde angeschaut von der Welt. Ich werde angeschaut von euch. Ich werde angeschaut, ja, von allem dem, was im Außen ist, werde ich angeschaut. Hallo Maria. Und dann, als göttliches Wesen, werde ich angeschaut aus einer Perspektive der göttlichen Idee über mich. Ja, das könnt ihr euch vielleicht so vorstellen, als wie wenn ihr wirklich euer Baby bekommt, die schon Kinder bekommen haben, großgezogen haben. Du siehst dieses Baby, wenn es in deinen Armen liegt und du hast einfach nur eine göttliche Idee von diesem Baby in diesem Moment. Ja, die ist komplett rein. Du hast keine Vorstellung von irgendetwas Schlechtem. Du hast kein Vorurteil über dieses Baby. Genau in diesem Moment, wo dieses Baby zu dir gekommen ist. Und diese ganze Geschichte und die ganze Persönlichkeit dieses Babys entwickelt sich ja über den Lauf der Jahre, wenn wir eben auch anfangen, nicht mehr diesen reinen Blick auf unser Baby zu legen, sondern eben anfangen zu urteilen, oh mein Gott, das ist ein Schreibaby, das ist schlecht in der Schule oder das ist gut im Sport oder was weiß ich nicht was. Wir bestücken unser Baby mit diesen menschlichen Regeln und Gesetzmäßigkeiten und Vorstellungen. Und dann verliert dieses Baby seine Göttlichkeit und es vergisst selber auch die Göttlichkeit, weil wir als Mensch noch nicht, sage ich, in der Lage sind, diesem Baby immer wieder wiederzuspiegeln, wie göttlich, wunderbar, liebenswert und perfekt es ist. In was für einer unglaublich wunderbaren Fülle es lebt. Und so ist es mit uns auch. Aber hier ist immer noch diese göttliche Idee, die göttliche Perspektive von uns aktiv. Und das ist die Ursprungsidee über unser wahres Wesen, über unser wahres Sein. Und deswegen sage ich zwei Seiten, zwei Perspektiven über uns selbst. Und jetzt liegt es an mir, aus der Perspektive heraus zu leben und das Leben zu sehen und zu beurteilen, die ich halt gelernt habe, oder mich dafür zu entscheiden und zu sagen, ja, was ist denn wirklich die Wahrheit über mich? Wie ist denn diese göttliche, reine Perspektive über mich, die göttliche, wunderbare Idee, wenn ich immer noch dieses unglaublich schöne, reine, fehlerlose, schuldlose Baby bin für meine göttliche Quelle? Das bin ich ja immer noch. Meine göttliche Quelle hat ja eine andere Idee von mir und die lässt sich auch nicht davon abbringen. Genauso wie ihr diese grandiose Idee von euren Kindern habt und hoffentlich auch von euren Partnern und euren Liebsten, dass die toll sind, weil ihr die einfach bedingungslos liebt. Und genau so werden wir als so toll angeschaut in unserem wahren Sein. Da haben wir keinen Mangel, da haben wir kein Manko, da haben wir keine Schuld, da haben wir nichts Falsches gemacht. Und je mehr und mehr wir jetzt für uns diese Quelle als Feedback nehmen, ja, die spirituelle Quelle, die energetische Quelle für uns als Feedback nehmen und weniger im Außen unser Feedback ziehen, kommen wir in unsere Mitte, kommen wir in unsere Wahrheit, kommen wir in unsere Göttlichkeit. Aber wir können auch nicht zwei Herren dienen, ja? Das steht ja auch schon in der Bibel. Sondern welchem Herr dienst du? Dienst du wirklich dieser göttlichen Idee? Lebst du daraus, aus diesem Seinszustand, dass du erkennst, was heißt Göttlichkeit? Göttlichkeit heißt Perfektion. Göttlichkeit heißt Liebe, oder? Das wissen wir alle. Aber was bedeutet das?
Und das bedeutet ganz, ganz klar eine hundertprozentige Fehlerlosigkeit. Es fehlt nichts, ja, Fehlerlosigkeit, es fehlt nichts und es ist auch nichts falsch, sondern es ist absolute Perfektion hier und da. Aber wir müssen uns überlegen, drehen wir unseren Kopf nach rechts oder nach links, wo uns reflektiert wird, was andere denken über uns. Oder drehen wir unseren Kopf nach rechts, wo uns wirklich das reflektiert wird, was die Wahrheit ist. Und diese Verbindung und diese Beziehung mit diesem Göttlichen oder mit unserer Quelle, mit unserer göttlichen Idee herzustellen, das ist eigentlich mal das Allerwichtigste. Und genauso wie du dich im Außen reflektierst daran, wenn jetzt im Außen irgendeiner zu dir sagt, du bist so und so und dich so und so beurteilt, dann nimmst du dir das zu Herzen und sagst, oh, oh mein Gott, oh, ja? Und reflektierst dich an der Meinung von irgendeiner Person im Außen. Oder du reflektierst dich an dem Göttlichen, an dieser göttlichen Idee von dir und schaust darüber und du hörst nur, wie gut du bist, wie liebenswert du bist, wie schön du bist, wie perfekt du bist, wie versorgt du bist, wie unterstützt du bist. Und jetzt entscheidest du halt jedes Mal, reagiere ich auf das Außen, auf die Vorstellungen, die die Menschen sich selber zusammengebastelt haben in ihrer eigenen Welt, oder gehe ich eine Etage höher und reflektiere mich in der Wahrheit über mich, in der ursprünglichen Wahrheit, in der Wahrheit der Quelle. Hallo Agi, liebe Grüße nach Bali, in der Wahrheit der Quelle. Ja, und du entscheidest jedes Mal. Und je mehr und mehr du diese spirituelle Beziehung, diese energetische Beziehung aufbaust, desto mehr bist du eben in der Fülle. Und warum nenne ich es jetzt unbedingt immer göttlich? Weil es so, so wichtig ist, diese Qualität einer göttlichen Beziehung zu spüren und mal zu erkennen und mal zu reflektieren. Wenn ich dir laut Dr. Joe Dispenza sage, das ist das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, dann fällt dir das total schwer zu wissen, wie sich das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten denn anfühlt und was das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten denn für eine Idee über dich hat und über dich denken möchte. Aber wenn du es jetzt, was, obwohl es das Gleiche ist, ja, das göttliche Feld, das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, aber du musst es besser kennenlernen. Und da kommt eben diese Geschichte mit dem Verstand rein. Du kannst zwar den Verstand ausschalten, in das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten eintreten und nachher kommst du wieder raus und alles ist vergessen. Wenn du aber in eine permanente Beziehung mit deiner göttlichen Quelle eintrittst, dann ist die permanent, dann bist du permanent online, dann bist du permanent, hast du Zugang zu dieser Information und du kannst immer wieder berichtigen, was dir jetzt, sag ich mal, hier, bei mir ist ja hier das Außen, was dir das Außen sagt, Corona-Krise, alles schlecht und Welt geht unter, Weltwirtschaftskrise, bla bla bla. Oder du orientierst dich an der Wahrheit und sagst, okay, die göttliche Idee von mir und all meinesgleichen ist aber komplette Fülle. Und nachdem ich weiß, dass ich aus meinem Seinszustand, aus meinem Wissen heraus kreiere, kann ich es mir doch nicht erlauben, mich im Außen zu reflektieren an den Meinungen des Großteils, die eben diese Beziehung zu ihrem Göttlichen noch nicht fixiert und installiert haben, weil sie sie vergessen haben, weil man sie eben ihnen aus dem Kopf gewaschen hat. Und da ist es eben wichtig, mit dem Verstand auch wieder hinzugehen und den Verstand einzubeziehen und zu sagen, ja, kann ich mich, ist es mein Weltbild, ja? Was ist mein Weltbild? Und egal, wo ich hingeschaut habe, in Bibel, Koran oder sonstige Lehren, das wahre Weltbild von uns ist aus allen Quellen die Göttlichkeit. Egal, wie sie besprochen wird und wie sie genannt wird. Nur, und jetzt wird es wichtig, tun ganz, ganz viele von diesen Lehren
Bedingungen da reinschreiben, ja? Nur wenn, dann und so weiter und drohen dann auch noch mit dem Teufel oder Dämonen und was weiß ich nicht was. Aber der Teufel und die Dämonen, die sind alle hier auf dieser Vorstellungsebene von den angstgetriebenen, kontrollierten und manipulierten Menschen, die dieses Wissen weitergeben. Und wenn du jetzt da aussteigst und überlegst dir, aber das Göttliche hat ja gar keine Bedingung. Das hat ja, stellt keine Bedingung. Es ist einfach da und liebt mich. Ich meine, ich stelle auch keine Bedingung an meinen Sohn und sage, wenn du das und das nicht machst, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Ja? Und genau so ist diese Beziehung zum Göttlichen und zu deiner göttlichen Wahrheit letztendlich, die in dir drinne wohnt und die eben deinen wahren Seinszustand immer wieder unterschreibt und unterschreibt und du das immer mehr und mehr aufnehmen kannst und immer mehr und mehr loslassen, das ist diese Kunst des Loslassens, was eben diese Seite des Außen der menschlichen Mangel- und Angstgedanken dir anhaften hat lassen und wo du halt natürlich auch gedacht hast, du musst es schön annehmen. Ja? Und darum geht es eigentlich, um sich diese Verankerung zu schaffen. Und wenn du diese Verankerung hast und wirklich kapierst, okay, das Göttliche will das, es sieht alles perfekt, es hat keine Bedingungen, es ist in absoluter Fülle immer da. Was heißt das für mich? Also für mich heißt es zum Beispiel in Bezug auf Krankheit, dass Krankheit aus den Vorstellungen von dieser Seite zu mir getragen worden ist. Ja? Aber wenn ich mich mehr und mehr den Vorstellungen dieser Seite, der göttlichen Seite widme, dann hat Krankheit keinen Platz. Und das ist eben auch im Divine Healing so, dass wenn wir in diese Autorität als verlängerter Arm der göttlichen Idee hier auf diese Welt eintreten, dass wir dann wirklich sprechen können, wenn ich Gesundheit spreche, muss Krankheit gehen. Weil das Göttliche kennt keine Krankheit. Wenn ich Fülle spreche, muss Armut gehen, weil das Göttliche kennt keine Armut. Und dann kann ich diese Energie, die heißt Christusenergie, die heißt Heiliger Geist, die heißt liebende göttliche Energie beim Dr. Joe Dispenza, die heißt Chi, was auch immer. Diese Energie kann ich anzapfen und wenn ich Divine Healing mache, egal für welches Thema, wir reden hier heute über Geld, kann ich dir die Wahrheit über Geld überstülpen. Und wenn ich das lange genug mache, dann reagiert dein ganzes Sein. Und was dein ganzes Sein ist, das sind deine Zellen, das sind ja, letztendlich ist ja dein ganzes Sein eine Erbse. Oder das wissen wir aus der Quantenphysik, wenn wir wirklich alles rauslassen, dann bleibt nur noch leerer Raum übrig und 0,011% Materie. Ja? Und letztendlich geht es darum, dass ich den Raum, also die Energie in mir, so richtig informiere, damit dieser kleine Teil an Materie sich auch danach richtet. Und das darf ich halt immer, immer und immer wieder tun. Und da brauche ich einfach diese Wahrheit, das Wissen dieser Wahrheit, das Wissen, wer ich wirklich bin und dass mir Fülle zusteht. Und wenn ich das alles weiß, dann kommt der nächste ganz wichtige Punkt, vor allem bei Fülle und bei Geld, und das ist der Empfangsmodus. Ja? Der Empfangsmodus, das ist dieser Magnetismus, den du dann aus deinem Sein, diese Energie der Fülle, die du ausstrahlst, die zieht dann die Dinge zu dir her. Und dann musst du halt immer wirklich achtsam sein und sagen, ja, in welchem energetischen Zustand bin ich gerade? Bin ich gerade bereit zu empfangen? Und wenn du vorm Computer sitzt und deine Zahlungen machst und siehst, wie dein Kontostand immer kleiner und kleiner wird, in dem Moment bist du dann bereit zu empfangen.
Nö, dann bist du im Mangel, komplett Tomate im Mangel. Und da darfst du so achtsam sein und erkennen, in was für eine Energie zum Beispiel nur allein bezahlst du deine Rechnungen. Das ist wichtig, weil nachher klebt diese Energie an dir, wenn du deine Rechnungen gemacht hast und du rennst den ganzen Tag in einem abstoßenden Modus für Geld und Fülle durch die Gegend, weil du dich jetzt geimpft hast mit der Vorstellung, dass du zu wenig hast. Und das ist eben dieser tricky Moment, um dann wieder hinzugehen und zu sagen, wo ist denn bitte die Wahrheit, wo ist die göttliche Wahrheit der Fülle, wie fühlt sie sich an? Und dann auch die Bedingungen rauszunehmen und zu sagen, ja, Geld kann nur zu mir kommen über mein Business, Geld kann nur zu mir kommen über dieses oder jenes, ja. Das ist so, so wichtig, dass wir uns da immer wieder klarkommen und klar werden und wissen, wie ist es denn, wenn ich als göttliches Wesen in kompletter Fülle durch die Gegend gehe. Und das sind so diese wichtigen Punkte. Und ich sage immer, du brauchst deinen Verstand, der darf dich führen, der darf dich immer wieder aufmerksam machen, der darf zum Beispiel deinen energetischen Zustand immer wieder dir widerspiegeln. Du interpretierst ja, wie du dich fühlst, dann kommt dein Verstand daher und interpretiert das. Und dann brauchst du deinen Verstand, dass er weiß, soll ich mich jetzt an die göttliche Fülle orientieren oder an die menschliche Knappheit. Ja, den Verstand, den brauchst du immer wieder. Das ist wie dein Fiebermesser. Dein Körper ist dein Fiebermesser. Deine Emotionen sind dein Fiebermesser. Aber mehr ist es nicht. Es sagt dir, wo du gerade bist, wo du gerade stehst, ob du dich gerade auf diese Seite reflektierst oder ob du dich auf die göttliche Seite reflektierst. Und dazu ist es wichtig. Und dann brauchst du deinen Verstand, dass du weißt, was du tun ist, dass du Tools hast, dass du Vorstellungen hast, dass du ein Konzept hast von dir und vom Leben, an das du dich immer wieder orientierst, wenn du die Richtung verlierst. Und der zweite Punkt ist einfach diese energetische Arbeit. Klar kann man das gut machen mit Meditation und so weiter und so fort, aber ich habe wirklich herausgefunden, dass diese Methodik, die wir mit diesem Divine Healing anwenden, so kraftvoll ist, weil sie uns sofort verbindet, weil sie uns sofort die Wahrheit channelt und weil die Energie da ist und den Bullshit von der anderen Seite, von der Seite, den wir nicht mehr haben wollen, krass abwäscht. Ja? Deswegen Verstand und Herz in Einklang bringen. Für mich ist das Herz Repräsentation des Göttlichen und der Verstand ist eigentlich das, was das Göttliche bedeutet, das Konzept des Göttlichen, das braucht der Verstand. Und jetzt ist er aber nun mal gefüttert mit diesem ganzen Mainstream-Bullshit, Lebensüberzeugungen, Mangel, Angst und so weiter. Und da muss er halt jetzt umgepolt werden. Und es fällt ihm leichter, wenn er hier mit der Wahrheit in Verbindung ist. Und deswegen ist dieses Tool, Divine Healing, für mich das absolute Hammer-Tool, um die Dinge zu transformieren, schnell zu transformieren. Und vor allem, wenn du es für dich selber hast, dann brauchst du nicht immer jemanden zu fragen, sondern du merkst gleich, oh, mir geht's schlecht, wo ist mein Tool? Oh, ich habe keine Stunden Zeit, 2 Stunden zu meditieren. Huhuhu, was soll ich machen? Jetzt sitze ich gerade im Auto. Pam, dann mache ich Divine Healing mit mir. Und da geht es mir innerhalb von Minuten besser. Da kriege ich einen klaren Geist, da kriege ich ein besseres Körpergefühl und das kann ich auf andere anwenden, für andere anwenden. Ich kann es in meine Arbeit anwenden und deswegen bin ich super, super Fan von dieser krassen Modalität und ja, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Wir haben so tolle Ergebnisse, aber für mich ist mein Ergebnis das Allerwichtigste. In meinem eigenen Leben, was da alles passieren durfte auf körperlicher Basis und auch auf Füllebasis, auf Lebensqualitätbasis. Und es geht ja immer noch weiter und weiter und weiter. Ich bin ja noch nirgendwo angekommen, ja. Ich bin ja auch erst am Anfang. Es kann ja immer noch besser werden und besser werden und besser werden. Und ich möchte euch wirklich einladen, euch
zu überlegen, ob ihr an der Ausbildung mitmachen wollt. Es fängt diesen Sonntag wieder an. Wir machen es einmal im Monat. So, wenn es diesen Monat nicht schafft, könnt ihr nächsten Monat mitmachen. Machen es einmal im Monat und wir machen 6 Tage am Stück. Jeden Tag 2 Stunden am Abend, sodass die Leute, die arbeiten müssen, auch noch dabei sind. Das heißt, wir transformieren jeden Tag volles Power, 6 Stunden, während du deinen Mindset an den Göttlichen anbindest und vor allem sämtliche religiösen und kirchlichen Dogmen, die bereinigen wir alle. Weil wenn du irgendwie noch eine Vorstellung hast, dass der liebe Gott der Böse ist oder was auch immer, das musst du alles klarkriegen, dass du diese reine Power-Energie auch für dich nutzen kannst und für andere. Deswegen 6 Tage am Stück hintereinander. Wir machen Anwendungen untereinander. Wir stellen Fragen. Wir lösen diese Themen. In 6 Tagen kriegst du eine Power-Lösung. Und dann ist natürlich nicht alles Wunder, 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 heitel, eitel, eitel. Aber du hast ein Tool, das wirst du nie wieder ablegen, auch wenn du es nicht als Business benutzt, wenn du es nicht im Business benutzt. Du wirst dich jeden Tag mit diesem Tool reinigen, genauso wie du jeden Morgen Zähne putzt und jeden Abend Zähne putzt. Du wirst es nie mehr aufhören zu tun. Und weil es so einfach ist eben auch, und weil es so einfach und so klar ist und so viel Wirkung hat, wirst du es einfach anwenden. Weil es keine Überwindung kostet, weil du nicht komplette Ruhe brauchst. Wir haben jetzt ja 4 Wochen, also 4 Wochen am Sonntag jeweils so eine Divine Healing Session gemacht für Frauen. Einmal habe ich vergessen, mein Mikrofon abzustellen, haben alle anderen Mikros abgestellt. Es war richtig laut für die Armen, ja. Aber das ist doch dem Divine Healing egal. Das ist ja das Witzige, was heißt witzig, für uns so schwer zu verstehen. Wir brauchen nicht die komplette Ruhe, wir brauchen nicht die komplette Abgeschottetheit. Es ist ja immer da. Die Frage ist nur, wo sind wir? Und wenn ich sage, ich kann aber nur da sein für mein Date mit dem Göttlichen, wenn es leise ist. Naja, nicht so hilfreich, oder? Du sagst, ja klar, dir ist es egal, wenn es laut ist, mir ist es auch egal, ich brauche dich jetzt hier, wir haben unser Date. Und das ist eben diese Klarheit über dieses Tool, ja, dass es einfach immer da ist, dass es immer wirkt und dass es nur deine Bereitschaft und deine Intention braucht und nicht viel mehr, weil du bist ja ein göttliches Wesen, du hast ja den Schlüssel schon, aber du hast ihn halt irgendwo vergraben. Und auf diesem Weg kommst du in dieses Fülle-Gefühl. Die Angst geht weg, die Beschränktheit geht weg, dein bedingungsvolles Denken geht weg. Du hast immer weniger davon, sage ich mal. Ja? Es ist ja nicht ganz weg, weil wir leben ja hier noch. Wir leben ja alle noch hier zusammen. Wir haben ja immer noch Inputs. Wir gehen ja nicht in eine Höhle und haben keine Triggers mehr. Aber das ist ja gerade das Gute, weil jeder Trigger und jede Situation, die halt nicht so göttlich verlaufen ist, die bringt uns dann wieder einen Schritt weiter. Aber halt auch nur dann, wenn wir es verstehen und uns nicht verurteilen und sagen, ja, jetzt machst du hier einen auf göttlich und gestern hast du dich mit XY gestritten. Das gehört halt dazu. Aber es gehört einfach dazu, auch die richtige Haltung gegenüber zu haben und zu sagen, ja, deswegen heißt ja nicht, dass ich schlecht und übel bin, wenn ich jetzt hier mal mit der linken Seite also rumgewurschtelt habe und hier nicht gerade so beschäftigt war mit meiner göttlichen Anbindung in dem Moment. Aber ich weiß, dass sie da ist, ich weiß, dass sie immer für mich sorgt, ich weiß, dass sie Licht liebt, dass sie mich unterstützt und dass sie mich trägt und führt. Und sei es in Gesundheit, sei es in Fülle und hier eben auch finanzielle Fülle. Und das ist jetzt der letzte Punkt, was ich noch sagen will, diese Göttlichkeit und das Geld. Ja? Diese Göttlichkeit und das Geld. Was ist denn das Geld? Das Geld ist ja nur ein Symbol der göttlichen Fülle. Und wenn du für dich entscheidest, dass du die göttliche Fülle nicht hast, weil du zu wenig Symbol an göttlicher Fülle hast, dann ist es aber deine Entscheidung, die dich von der göttlichen Fülle trägt.
Und wenn du dieses Symbol, egal wenn du nur einen Euro hast und das als Symbol göttlicher Fülle nimmst und alles andere, was Symbole sind für Fülle und die in Dankbarkeit anerkennst und siehst, dass sie da sind für dich und nicht immer guckst, ja, aber der hat mehr und die hat ein besseres Business und bla 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 und wieso habe ich das nicht, sondern dass du dich einfach daran orientierst, dass es ja da ist. Aber wo bist du? Wo bist du mit deinen Gedanken? Wo bist du mit deinen Einschränkungen? Wo bist du mit deinen Vorstellungen? Das ist so wichtig, das rauszukriegen. Wo stehst du? Und wenn du dann das rausgefunden hast, dann kannst du es in einem Moment einfach verändern und sagen, ja, die göttliche Idee hat jetzt nicht die Vorstellung von mir als armer Schlucker oder so. Und dann gehst du mehr und mehr und tiefer und dann, wenn es ganz tief in dir drinne ist, dann strahlst du es aus und du strahlst es aus und ziehst mehr davon an. Ja, ihr kennt ja alles dieses Bild, so raus und wieder rein. Ich habe es schon vergessen, wie es heißt, oder diese Figur, wenn die Energie so läuft. Und genau das ist es, darauf kommt es drauf an und dass wir uns das eben auch so vorstellen können in unserem Köpfelein. So, ihr Lieben, jetzt wäre ich eigentlich am Ende. Ah ja, genau, ich wollte euch noch sagen, mein Programm Divine Money geht es genau um dieses Thema, ja, um diese Klarheit zwischen mit Göttlichkeit und Geld und Fülle. Diese ganzen Programme sind ja nur für deinen Verstand und gleichzeitig ist eben das Divine Healing ist für deinen Spirit, ist für deinen Geist. Und wir brauchen beides. Wir können nicht nur sagen, ja, wir verändern den Verstand, aber unseren Spirit, unsere energetischen Zustand verändern wir nicht. Wenn wir an beiden Seiten gleichzeitig arbeiten, dann haben wir eine Geschwindigkeit drauf. Aber wenn wir alles über den Verstand versuchen, irgendwie umzudrehen, aber diese wahre Energie in uns nicht reinsaugen und mit der nicht arbeiten, dann zieht uns halt oft einmal der Verstand wieder darüber, wo Mangel und Angst und Sorge ist und halt diese physikalische Welt. Und die non-physikalische Welt, die ist einfach komplett in Fülle und Liebe. Es ist so. Und ich glaube, ihr habt es alle schon festgestellt. Ja, ihr Lieben, jetzt schaue ich mal, wenn ihr noch Fragen habt, dann würde ich noch ein paar Fragen beantworten. Aber ich glaube, hier mit dem iPad klappt es nicht. Ich muss da ein bisschen da vorne hier gucken. Ja, genau. Habt ihr noch eine Frage? Warte noch einen Moment, weil ich weiß mittlerweile, dass ich viel schneller bin als ihr. Genau. Also ihr könnt mir auch gerne noch unter das Video Fragen stellen, wenn ihr euch interessiert für entweder die Ausbildung zum Master of Divine Healing. Könnt ihr mir auch gerne schreiben auf meiner Homepage, findet ihr aber auch alle Infos dazu, www.mywellfeeling.com oder eben auch zu dem Divine Money Programm, da findet ihr auch alle Infos auf meiner Homepage, aber ihr könnt mir immer schreiben, hier per Messenger oder per E-Mail und wir warten jetzt noch alle ganz heiß und innig drauf auf die Ergebnisse von unserem Gewinnspiel. Ich kann euch nur so viel berichten, die Gewinner sind jetzt schon mit Terminen versorgt von unseren Master of Divine Healings und sie sind verpflichtet, uns Feedback zu geben. Und ich verpflichte mich, euch wiederum das Feedback dieser Gewinner zu geben, weil auch wenn es schlecht ist, ja, ich werde es euch auf jeden Fall geben, aber ich glaube nicht, dass es schlecht sein wird. Wir wollen ja alle wissen, wie die Transformation funktionieren kann. So, ich sehe jetzt keine Fragen von euch und ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ihr konntet so ein bisschen folgen, was eigentlich so der Hintergrund ist, diese ganze Göttlichkeit ohne Kirche und ohne Religion zu sehen und fühlt euch so ein bisschen göttlich angereichert, weil das ist unser natürlicher Zustand. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Montagabend und freue mich auf Austausch. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich zu wissen, wie es euch gefallen hat.
Ja, und ich würde mich freuen, wenn jemand käme und meine Bilder aufhängen würde. Also, schönen Abend. Tschüssi.